Was werde ich wohl bekommen? Ich krieg Erdbeeren. Komm mal her. Oh nein, und ich habe Brokkoli. Oh, sieht ja toll aus. Muss ich sofort probieren. Zuerst muss ich diese Erdbeere aufspießen. Jetzt tunke ich sie in die Schokolade. Und jetzt noch in Leckerschmecker Streusel. Zuerst in lila, dann in rosa und dann auch noch in weiß. Ah, ist einfach wunderbar. Ich liebe es. Jetzt bist du dran, Emma. Ja, dein Brokkoli sieht um einiges schlimmer aus. Ich werde das nicht tun. Benutze einfach ein paar bunte Streusel. Ja, okay. Schlimmer wird es dadurch sicher nicht, oder? Erstmal kommt der Brokkoli in die Schokolade. Und jetzt in die Schokostreusel. Sieht gar nicht so schlimm aus. Probieren wir mal. Schmeckt immer noch furchtbar. Igitt, igitt, igitt. Voll ekelhaft. Mir ist schlecht. Hey, Emma, wach auf. Sie wacht nicht auf. Wir brauchen ernsthafte Maßnahmen. Dr. Jess eilt zur Rettung. Sie wird einfach Schokolade gebrauchen. Oh, hier kommt was Leckeres. Voll lecker. Vielen Dank, Jess. Na also, jetzt fühle ich mich viel besser. Ich freue mich. Was habe ich denn? Ein Donut! Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Emma, schau dir das an! Ja, halte durch, Jess. Du kriegst einen Fisch. Oh, der sieht ja richtig schlimm aus. Nein, ich will aber keinen Fisch essen. Komm schon, du musst aber... Ich will nicht. Oh, sieht richtig ekelhaft aus. Fisch in Schokomantel. Was für ein Albtraum. Mir wird schlecht. Mir wird definitiv schlecht. Ich muss meinen Mund dringend mit etwas Schokolade beruhigen. Oh, jetzt geht's mir besser. Und ich werde meinen Donut jetzt in die Schokolade tunken. Jetzt sieht er gleich noch appetitlicher aus. Köstlich. Ich brauche noch mehr Schokolade. Oh nein, mein Donut steckt fest. Bloß nicht das. Er trinkt doch gleich. Ich werde nicht aufgeben. Was hat Emma denn vor? Halte durch. Ich werde meinen Donut noch rausholen. Ich hab's fast. Jetzt werde ich ihn sicher bekommen. Ah, so sieht also ein Schokobrunnen von innen aus. Ha, ich habe meinen Donut gefunden. Ah, es regnet Schokolade. Wir werden total bespritzt. Ich glaube, ich habe den Mechanismus kaputt gemacht. Ups, jetzt ist es vorbei. Also wird es Zeit, dass ich meinen Donut probiere. Na, was erwartet mich diesmal? Eine Wassermelone. Ist ja köstlich. Und was kriegt Jess? Das ist ja eine Chili. Was für ein Albtraum. Wieso habe ich so viel Pech gehabt? Was hast du denn vor, Emma? Was richtig Cooles. Erstmal kommt dieses Wassermelonenfruchtfleisch in den Mixer. Und da füge ich jetzt noch ein bisschen Schokolade hinzu. Jetzt den Deckel drauf und einschalten. Und jetzt kann ich meinen wunderbaren Schokoladen-Wassermelonen-Cocktail genießen. Riecht wunderbar. Und schmeckt köstlich. Ah, Jess, du hast ja die Chili. Halte durch. Okay, los geht's. Tief einatmen. Und los.
Okay, so weit, so gut. Ah, ich bin Feuer und Flamme. Oh, wir müssen dich dringend retten. Emma wird dich retten. Okay, mir geht's wirklich besser. Vielen Dank. Gern geschehen. Was haben wir diesmal bekommen, Jess? Mais und eine Zwiebel. Igel, ich hasse Zwiebeln. Roher Mais? Naja. Erstmal muss ich diese Blätter hier schälen. Okay. Und jetzt kann ich sie in die Schokolade tunken. Probieren wir mal. Oh, was für eine Abscheulichkeit. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich brauche jeweils die Maiskörner. Die kommen in die Tüte rein. Und jetzt muss ich die Tüte ein bisschen durchbügeln. Noch ein bisschen. Und fertig ist mein Popcorn. Und da kommt jetzt natürlich noch ein bisschen Schokolade hinzu. Schön durchschütteln. Und fertig ist mein Schokopopcorn. Lecker Schmecker. Emma, und du solltest dich um deine Zwiebel kümmern. Was für ein Mist. Okay, jetzt ist die Zwiebel in die Schokolade getunkt. Zumindest riecht sie nicht mehr nach Zwiebel. Aber die schmeckt immer noch nach Zwiebel. Oh nein, der Geruch ist immer noch da. Mir wird schlecht. Hä? Wo kommt denn dieser Geruch her? Gib mir ein bisschen von deinem Popcorn, Jess. Hä? Wo ist Jess denn hin? Na, wie auch immer. Ein Ei? Ernsthaft? Ich hab's zwar noch nicht gegessen, aber mir ist jetzt schon übel. Ein leckerer, saftiger Burger. Was könnte schöner sein? Ich werde ihn in die... Nein, wartet mal. Ich brauche einfach eine große Spritze. Die fülle ich mit der Schokolade. Mh, Schokomedizin. Und jetzt kommt die Schokolade in den Hamburger. Juhu. So gefällt er mir um einiges mehr. Richtig lecker. Das sieht ja wirklich appetitlich aus. Und ich muss mich wohl an mein Ei machen. Das war toll. Was hat Emma vor? Das wirst du gleich sehen. Ich hoffe, es wird mir selbst gefallen. Hier kommt noch etwas Schokolade hinzu. Jetzt schön aufschlagen. Sieht noch nicht gerade appetitlich aus, aber mal sehen. In die Pfanne gießen. Hoffentlich wird was Gutes daraus. Probieren wir mal. Oh, riecht gar nicht gut. Aber ich probiere es trotzdem. Oh nein, gefällt mir gar nicht. Ich brauche dringend einfache Schokolade. Jetzt geht's mir besser. Ich kann es kaum erwarten, unsere neuen Gerichte zu sehen. Lass uns die Augen schließen und dann öffnen. Ha, dummes Mädchen, die ist reingefallen. Oh nein, bloß nicht das. Bloß kein Chili. Ich muss das noch schnell umtauschen. Bitte sag das niemanden. Lass uns endlich die Deckel öffnen. Okay. Wie schade. Du kriegst wohl eine Chili. Was hast du gesagt? Eine Chili? Das tut mir so leid, Betty. Was für eine Schande. Gut, dass ich Glück gehabt habe. Ich werde nämlich eine Schoko-Chili essen. Es ist voll unheimlich. Ich mag kein scharfes Zeug. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm. Moment mal. Das schmeckt ja viel besser, als ich gedacht habe. Oh, da ist sogar eine Schokofüllung drin. Da habe ich aber Glück gehabt. Das ist wirklich die beste Chili-Schote, die ich je gegessen habe. Die Schokolade zergeht nur so auf der Zunge. Hä? Hast du etwa die gute Chili bekommen? Und ich hab die echte Schote mit Schokoladenüberzug.
Ich brenne! Ach du meine Güte, Andy, warte. Ich muss dein Feuer löschen. Oh, vielen Dank, du hast mir wirklich geholfen. Das freut mich. Aber das ist noch nicht vorbei. Ich muss was Ernsthafteres benutzen. Hörst du dieses Geräusch? Was ist hier los? Oh, was für eine Erleichterung. Ja, diese kalte Dusche tut mir gerade richtig gut. Ich werde nie wieder Chilis essen. Nein, 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 wir brauchen wirklich keinen Feuerlöscher mehr, nein. Na, ich muss das Feuer doch löschen. Der Feueralarm hat alles gelöscht, du bist zu spät. Aber dafür brennst du nicht mehr. Kein Dank nötig. Jetzt will ich aber noch meine Chilischote aufessen. Meine Schoko-Chilischote. Ja, guten Appetit. Igitt. Es gibt neues Essen. Voll aufregend. Was ist es wohl? Oh, wow, ein Handy. Das ist ja sogar besser, als ich erwartet habe. Und ich habe ein Schoko-Handy. Das muss ich mir genauer ansehen. Mal sehen, wo hier die Schokolade ist. Okay, ich kann gerne anfangen. Aber wie soll ich das machen? Aha, ich werde das Handy einfach in zwei falten. Und schon kann ich was abbeißen. Boah, ist das lecker. Ich liebe diese Schokolade, die ist so richtig schön süß. Genau so mag ich es. Also ist ja mein Handy gar nicht aus Schokolade. Ich will es gar nicht erst überprüfen. Das könnte böse enden. Wow, Betty, schau mal. Das sind ja Schokoriegel. Ich kann die mir so einfach besorgen. Das ist ja eine richtig gute Nachricht. Ich will gleich noch mehr. No. Kannst du mir auch was geben? Auf keinen Fall, das ist auch mein Handy. Ach, von dir habe ich echt nichts Besseres erwartet. Boah, so viele coole Dinge. Betty, schau mal, ich habe hier was für dich gefunden. Oh, wirklich? Dankeschön. Das ist hier eine Kakerlake. Was für ein Albtraum. Hilf mir. Hey, wieso hast du sie hochgeworfen? Die fällt doch direkt in meinen Mund. Nein, ich habe eine Kakerlake im Mund. Hilfe. Ist doch nicht meine Schuld. Das Ding ist auf meinem Kopf. Oh mein Gott. Jetzt reiß dich zusammen, Betty. Ich komme wohl zu spät mit meinem Rat. Wir wünschen uns gegenseitig viel Glück. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist ja ein Goldbarren. Ich habe auch einen. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was davon Schokolade ist. Wie auch immer, ich bin auch so richtig glücklich. Mal sehen, beiß mir mal ab. Okay, mein Goldbarren ist auch Schokolade. Das heißt, dass ich pures Gold habe. Wieso hast du das jetzt erst gesagt? Mir sind die Zähne ausgefallen. Aua. Andy, was ist denn mit dir los? Hallöchen, sprich mit mir. Ich hab keine Zähne mehr. Oh, armes Ding, du tust mir wirklich leid. Ah, ich hab eine Idee. Wir besorgen dir gleich neue Zähne. Die werden besser sein als die alten. Steh auf. Was hast du denn vor, Betty? Du machst mir Angst. Bitte sag mir, dass das ein Traum ist. Ich hätte nicht gedacht, dass er so viel Angst haben würde. Das ist zum Besten. Solange er schläft, werde ich das schon schaffen. Was hab ich denn im Mund? Unglaublich! Du hast es geschafft, Betty! Ich habe bloß Gold benutzt. Ha, was für ein helles Licht. Tut mir leid, ich werde nicht mehr so breit lächeln. Ich bin mir sicher, diesmal erwartet uns was Gutes, oder? Ein Kaktus? Das ist nicht das, was ich meinte. Ich hoffe, meine ist auch Schokolade. Ich will mal anfangen. Ah, der piekst ja total. Er hat mich gestochen. Das hat doch auch seine gute Seiten. Das heißt, mein Kaktus ist aus Schokolade. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie ich ihn abbeißen soll. Ich könnte mit den Stacheln anfangen. Die lassen sich ganz einfach rausziehen und die sind sogar essbar.
Voll cool. Die werde ich natürlich sofort aufessen. Als Vorspeise sozusagen. Diese Challenge bringt mich dazu, neue Facetten an mir zu entdecken. Ich will auch gerne so einen Stachel. Tut mir leid, ich habe alle aufgegessen. Und jetzt kommt der gute Zeitpunkt, meinen Schokokaktus zu probieren. Mann, der schmeckt richtig lecker. Großartig. Schau mal, die Schokolade zergeht nur so auf der Zunge. Das ist der beste Kaktus, den ich je probiert habe. Ich bin fertig. Hättest mir auch was übrig lassen können. Schau mal, du hast voll den coolen Schnurrbart. Ah, das ist Schokolade. Und das ist genauso lustig wie die Tatsache, dass du jetzt den echten Kaktus essen wirst. Ein Moment mal. Ich muss hier jemanden einladen. Sag, könntest du mir mal kurz helfen? Dringend. Und meine Haare? Komm mal her. Schau dir das an. Kannst du bitte meinen Kaktus schneiden? Das ist keine leichte Aufgabe. Ich muss mir Gedanken über den Stil machen, aber ich kann es probieren. Hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Oh, gar nicht schlecht. Aber können wir die ganz entfernen? Du forderst mich heraus. Was sagst du dazu? Schon besser, aber noch nicht perfekt. So also? Ich halte das nicht aus. Das hier wird dich umhauen, oder? Mal sehen, mal sehen. Oh ja, so ist cool. Hier, bitte sehr. Du bist ein echtes Genie. Dankeschön. Aber doch nicht so sehr. Wie auch immer. Die Stacheln sind weg. Was soll ich jetzt machen? Ah, ich habe eine Idee. Ich nehme mir einfach den Kaktus und presse Saft daraus. Das war gar nicht so einfach, aber ich habe es geschafft. Jetzt nehme ich mir einen Strohhalm und probiere dieses Getränk. Gar nicht so schlecht, wobei ich habe voreilige Schlüsse gezogen. Das ist voll ekelhaft. Ha, dein Plan ist echt gescheitert. Ja, Andy, da hast du recht. Oh nein, ich verwandle mich in einen Kaktus. Jetzt muss ich schnell handeln. Das lasse ich hier und ich verstecke mich dann. Mal sehen, was er sagt. Wo bist du, Betty? Oh nein, die hat sich ja wirklich in einen Kaktus verwandelt. Wie konnte das bloß möglich sein? Nein, Betty. Meine gute Freundin. Jetzt ist Zeit, dass ich wieder rauskomme. Ach, sei nicht so. Betty? Betty! Oh Mann! High five! Gute Arbeit! Versuch mal, unsere Schokoladen-Challenge zu überstehen. Oh. Der Anfang gefällt mir ja gar nicht. Ich will keine Zwiebeln. Aber okay, ich kann das schaffen. Probieren wir mal. Wie eklig. No. Hier fehlt noch was. Was hältst du von bunten Streuseln? Thank you. Danke, das ist um einiges besser. Aber es schmeckt trotzdem widerlich. Gut, dass ich einen süßen Chupa Chups bekommen habe. Das ist nicht fair. Das denke ich nicht. Ich bin mir sicher, der Lutscher muss gut mit der Schokolade schmecken. Ist das lecker? Wow! Ja! Ich will auch was zu dem Lutscher addieren. Was hältst du von etwas Wasabi? Mal schauen, was du dazu sagst. Ich brauche noch mehr Schokolade. Ja klar, nimm dir mehr. Oh, ist das scharf. Susie, hast du Wasabi in die Schokolade gekippt? Ich dachte, das würde dir gefallen. Yeah. Wow. Ich kann's nicht glauben. Ich habe Eis bekommen. Und ich habe Chili. Das will ich nicht essen.
Dann bleib doch hungrig da sitzen. Ich mach mich an mein Eis mit Schokolade. Ist das lecker? Ich krieg nicht genug davon. Gib mir auch ein Stückchen. Du hast deine Chili. Guten Appetit. Na gut, dann probiere ich eben ein bisschen. Oh nein, ich glaube, das wird viel zu heiß. Genau. Ich brauche dringend was Kaltes. Puh, jetzt geht's mir wieder besser. Ist das lecker? Ich habe doch gesagt, dass das Eis klasse ist. Na, endlich mal was Anständiges. Ich liebe Chips. Also, die mag ich ja auch viel mehr als Essiggurken. Vielleicht schmecken die ja mit Schokolade besser. Oh. Sieht nicht gerade toll aus. Oh, und schmecken tut es eklig. Ich muss gleich kotzen. Also appetitlich sieht das sicher nicht aus. Naja, wie auch immer. Ich esse was Besseres. Wow! Die Schokolade kippe ich direkt in die Dose. Schokochips? Ein Traum wird wahr. Jetzt schön schütteln und probieren. Das sieht ja appetitlich aus. Und schmecken tut es noch besser. Ich will das auch probieren. Ich nehme mir ein bisschen. Aber so, dass Monika nichts bemerkt. Hey, Finger weg. Susie, das ist meins. Ich habe wieder was Leckeres. Wassermelone mit Schokolade. Was für eine Kombination. Zitrone mit Schokolade ist vielleicht eine harte Kombination. Da wird mir vom Anblick sauer. Ich hoffe, die Schokolade macht die Sache etwas süßer. Wünsch mir Glück. Oh, wie sauer. Ich krieg einen Krampf. Bäh. Ich kann das nicht ansehen. Halte durch, Susie. Das war's. Ich kann das nicht mehr aushalten. Ich will Schokolade ohne Zitronen. Ah, es ist immer noch sauer. Oh. Ich freue mich auf meine Wassermelonen. Schmeckt klasse. Ich hatte recht. Klar, du hast immer Glück. Ha? Huh? Bloß nicht neidisch sein. Was für nette Lutscher. Ich weiß gar nicht, welchen ich aussuchen soll. Oh. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieso kriegt die Süßigkeit nun ich Brokkoli? Dafür geht Brokkoli schonend mit deiner Figur um. Schau, die Dinger lassen sich als Schmuck tragen. Aber ich esse sie lieber. Echte süße Diamanten. Von wegen Star hier. Genug Gelaber. Iss deine Brokkoli. Das werde ich auch. Schmeckt übrigens gar nicht so schlecht. Wieso bist du so zappelig? Yeah. Bingo! Wieder was Süßes. Eine ganze Packung Skittles, ist das nicht toll? Oh. Hähnchen ist auch was Nettes. Aber sicher nicht mit Schokolade.
Ständig bist du unzufrieden. Entspann dich und genieß den Moment, so wie ich. Wow! Und merk dir dieses Rezept. Skittles mit Schokolade. Vielleicht kriegst du ja selber mal die Möglichkeit. Wie lecker. Das will ich hoffen. Na gut, jetzt zu meinem Hähnchen. Erzähl mir danach, wie es schmeckt. Ich bezweifle, dass das gut wird. Wünsch mir Glück. Das werde ich brauchen. Monika, das schmeckt fabelhaft. Echt jetzt? Klar doch. Wieso sollte ich dich anlügen? Gib mir das Hähnchen. Ich muss das auch probieren. Ich kipp noch ein paar Bonbons drüber. Das macht es sicher besser. Oh, schmeckt viel zu bunt für mich. Susie, du hast mich angelogen. Sorry. So naiv. Aua, ich habe einen Kaktus, der piekst. Wie soll ich das essen? Na, endlich kriege ich auch mal was Leckeres. Bananen mit Schokolade, ein wahrer Klassiker. Lass mal sehen. Oh, das will ich unbedingt probieren. Fertig. Oh ja, das ist klasse. Genau wie ich gedacht hatte. Sieht appetitlich aus. Und schmecken tut es auch gut. Oh, sorry. Geht das vielleicht auch vorsichtiger? Du bist doch bloß sauer, weil du hungrig bist. Iss doch dein Kaktus. Und ich mach mit meiner Banane weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Sache angehen soll. Aber nein, ich habe eine Idee. What? Ich schneide die Stacheln ab. Scheint zu klappen. Und die letzte. Fertig. Zeit für ein bisschen Schokolade. Oh, schmeckt ja seltsam. Was ist da drin? Oh, wow, das sind ja Gummibärchenwürmer. Wow. Was für eine Überraschung. Die muss ich dringend rauskriegen. Oh ja, heute ist mein Tag. Oh Mann, wie konnte das passieren? Ich habe keinen Appetit mehr. Ein Burger? Aber den will ich nicht mit Schokolade übergießen. Und ich habe ein Gummibärchen. Das muss gut zusammenschmecken. Okay, sowas sollte mich nicht erschrecken. Vielleicht ist es ja besser, als ich gedacht habe. Schmeckt ja tatsächlich nicht schlecht. Oh Gott, wie kannst du das bloß essen? Also mir gefällt's. Ich hätte gern Nachschlag. Naja, sowas soll's geben. Mir gefällt mein Gummibärchen viel mehr. Schmeckt tatsächlich gut. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich was probiere, oder? Hallo, gib das her. Aua, das tat weh. Sorry, du wolltest doch selber, dass ich ihn dir zurückgebe. Diese Schokolade ist so lecker. Nein, Mary, nicht den Finger gebrauchen. Wir warten auf unsere Süßigkeiten. Oh Mann, das ist doch gar nichts Süßes. Das ist ein Kaktus. Und wieso kriegst du was Leckeres? Ja, Glück muss man haben. Ich habe Glotzer bekommen. Das ist nicht fair. Ich hingegen habe kein Problem damit. Die riechen so toll. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Ups, ich nehme mir gleich zwei. Nee,
mega lecker. Und dieses Gummiband hier ist auch noch mega lecker. Und in dem Glotzer ist auch noch Sirup drin. Ach, was du nicht sagst. Steck das Ding einfach in die Schokolade. Wie du meinst. Das wird mega köstlich. Gummibärchen mit Schokolade. Meine Lieblingskombination. Diesen Spieß habe ich beendet. Aber gut, dass ich noch ein paar habe. Die tunke ich jetzt in die Schokolade. Das sieht mega appetitlich aus. Ich werde jetzt wirklich jeden Bissen genießen. Und es ist mir egal, ob Mary was möchte oder nicht. Das sieht so köstlich aus. Das tunke ich auch noch rein. Ah, so ist gut. Und jetzt genießen. Okay, Mary, ich bin fertig. Du kannst weitermachen. Dein Gesicht ist voller Schokolade. Jetzt nicht mehr. Oh, Menno. Wobei, das kann ich noch aufessen. Na gut, sieht so aus, als müsste ich jetzt meinen Kaktus probieren. Ah, der ist ja voll stachelig. Wobei, wenn ich ihn einfach in die Schokolade tunke, vielleicht wird das das Problem lösen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich da was abbeißen soll. Ich tue es nochmal rein. Was machst du da, Mary? Yeah, schau dir diese Schokokugel an. Die kann ich probieren. Richtig lecker. Und gar nicht stachelig. Mary, ich will ja nichts sagen, aber die Stacheln sind immer noch da drin. Die könnten nicht gleich pieksen. Ich liebe es. Oh nein, was ist das? Ah, ich habe Stacheln auf der Zunge. Was soll ich denn machen? Hilfe! Na, ich habe dich doch gewarnt, Mary. Gut, dass ich eine Pinzette mit habe. Ich werde dir helfen. Ja, sei doch vorsichtig. Du hättest vorsichtiger sein sollen beim Kaktusessen. Hörst du das? Okay, vielen Dank. Gern geschehen. Oh, eine Banane und süße Streusel. Das sieht großartig aus. Du hast mehr Glück gehabt als ich. Roher Fisch. Oh, da war selbst der Kaktus besser. Ich beneide dich nicht. Lass mich anfangen. Na, komm mal her, du leckere Banane. Lass dich erstmal schälen. Und jetzt kann ich dich in die Schokolade tunken. Banane mit Schokolade, die beste Kombination. Wow. Ah, jetzt tunke ich dich auch noch in diese Zuckerstreusel. So ist es auch schön bunter. Und sicher auch viel, viel leckerer. Probieren wir mal. Mann, ist das toll. Gefällt mir total. So will ich von nun an meine Schokolade und meine Bananen immer essen. Das war's. Ich habe alles aufgegessen. Ah, ich habe noch ein bisschen Streusel übrig. Was passiert, wenn ich die einfach in den Schokobrunnen tue? Hui, der Brunnen sieht echt toll aus. Wow, der hat sich verwandelt. Jetzt ist er rosa. Voll cool. Aber leider denke ich nicht, dass mir das mit meinem Fisch weiterhelfen wird. Aber ich werde ihn trotzdem in die Schokolade tunken. Na, jetzt geh mal rein. Sieht schon mal ganz schön schlecht aus. Mal sehen, wie du jetzt schmeckst. Probieren wir mal. Einfach fürchterlich. Ich glaube, mir ist schlecht. Ach, das spüre ich, Kate. Ah, was könnte denn schlimmer sein als roher Fisch mit Schokolade? Arme Kate hat so viel Pech in dieser Runde. Vielleicht kann ich sie irgendwie aufmuntern. Ich hab's. Kate, hier hast du einen Strohhalm. Was soll ich damit machen? Ah, das ist eine coole Idee, Mary. Wir können die Schokolade direkt aus dem Brunnen trinken. Unglaublich lecker. Da stimme ich dir zu. Oh, wir haben die ganze Schokolade ausgetrunken. Aber dafür war das lecker. High five.
Oh, wow, ist das Mais? Muss ich den etwa in die Schokolade stecken? Hm? Was ist das denn für eine unnötige Frage? Schau mal, ich habe Hubba Bubba bekommen. Die schmeckt auch so schon lecker. Und jetzt werde ich die auch noch in die Schokolade tunken. Ich bin sicher nicht in Eile. Fang an. Mal sehen. Oh, das sieht richtig lecker aus. Ich lasse die Schokolade direkt in die Packung fließen. Und jetzt schließe ich sie und schüttel sie richtig gut durch, damit das gesamte Band sich mit Schokolade bedeckt. Oh, das sieht richtig gut aus. Jetzt habe ich Schokokaugummi. Das muss ich probieren. Wow, das schmeckt unglaublich gut. Das kommt alles in den Mund. Einfach köstlich. Und jetzt wird es Zeit für eine mega große Kaugummiblase. Das war toll. Aber das war noch nicht alles. Denn ich habe noch einen zweiten Kaugummi. Ab in den Springbrunnen. Ich mache einfach genau dasselbe. Einschenken, schütteln und bewundern. Und dann natürlich mit großem Appetit genießen. Mega lecker. Oh, du isst das voll appetitlich. Und ich mag deine Kaugummiblasen. Na, schmeckt dir auch dein Mais? Ah, ich weiß noch nicht. Probieren wir mal. Ich tunke ihn einfach in die Schokolade. Vielleicht schmeckt's ja. Riecht schon mal gut. So lala. Ist zwar kein Kaktus, aber auch kein Kaugummi. Ich glaube, ich weiß, was ich mit diesem Mais anfangen kann. Einen Deckel drauflegen und etwas erhitzen. Wenn ich alles gut berechnet habe, kriege ich jetzt aus dem Mais Leckerschmecker Schokopopcorn. Schau dir das an. Sieht das nicht gut aus, Kate? Schmeckt richtig gut. Wenn ich Popcorn habe, kann ich mir dazu auch einen Film anschauen. Oh, das ist ja eine Koch-Challenge. Ich liebe die. Mal sehen, wer gewinnen wird. Wow, jetzt will ich aber auch Popcorn. Solange Mary in das Video vertieft ist, kann ich mir das klauen. Aua, das tut weh. Ich hab dir nicht erlaubt, mein Popcorn zu essen. Schau mal, das ist voll lustig. Ja, ja, dann isst doch dein Popcorn. Oh, dieser Schokobrunnen ist einfach zu gut. Wir können nicht widerstehen. Lecker. Hier sind meine Süßigkeiten. Diesmal sind es Oreo-Kekse. Was hast du? Du hast Süßigkeiten und ich habe saure Zitronen. Ah, ich kann mir jetzt schon dein Gesicht vorstellen, wenn du die isst. Es ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Aber ich hoffe, dass die Zitronen nicht mehr so sauer sind, wenn ich die erstmal in die Schokolade getunkt habe. Ich probiere es mal. Nein, das schmeckt immer noch sauer. Wieso habe ich so viel Pech? Keine Ahnung, frag mich nicht, Mary. Oh Mann, ich muss noch weiter was abbeißen. Einfach in die Schokolade tunken, Augen zu und durch. Ah, das schmeckt überhaupt nicht gut. Was für ein Elend. Aber okay, ich muss mir die Augen zusammenkneifen. Und das einfach mal schaffen. Du hast recht, das sieht ganz schön blöd aus. Noch ein letzter Bissen. Nein, ich halte das nicht aus. Mary, komm schon, jetzt wein nicht. Hier hast du eine Serviette. Wisch dir das Gesicht ab. Oh, vielen Dank, Kate. Kannst du wieder zurückhaben? Nein, danke, das brauche ich nicht. Das muss ich wegschmeißen. Gut, dass ich noch diese Oreo-Kekse hier habe. Die werden mir sicher noch die Laune heben. Die Papppackung öffnen. Diese Folienpackung rausnehmen. Die auch noch öffnen. Und den Keks rausnehmen. Oh, Schokokekse mit Schokolade. Was könnte da denn besser sein? Die perfekte Schokokombo. Das ist so köstlich. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich werde alle Kekse aus der Packung nehmen und sie ordentlich zerkleinern. Da kann ich ein paar meiner Karate-Kenntnisse anwenden. So was gut. Weiter so.
Kate, geht's dir gut? Absolut. Denn hier kommt die geniale Idee. Ich werde die Schokolade einfach in die Tüte gießen, ein Stäbchen reinstecken und einfrieren. Weißt du, was ich dann bekomme? Keine Ahnung, aber das sieht lecker aus. Warte mal, das kommt ins Gefrierfach. So ist gut. Schließen und abwarten. Alles klar, jetzt nehme ich das wieder raus. Ich hoffe, alles hat geklappt. Was ist das denn, Kate? Wirst du gleich sehen. Rausnehmen, Folie abziehen und voilà. Schon habe ich ein Oreo-Schoko-Eis am Stiel. Mann, ist das lecker. Und das kann ich nochmal in die Schokolade dunken. Wow. Schokoladige Schokolade in Schokolade. Ist das gut, aber irgendwie wird mir kalt. Kate, ich glaube, du steckst in Schwierigkeiten, oder? Ist die erfroren? Okay, ich muss dich dringend aufwärmen. Komm schon, du brauchst eine Decke. Ah, das Eis ist so gut. Danke, Mary. Freut mich, dir zu helfen. Oh, das sieht so appetitlich aus. Okay, du wirst eh nicht mit mir teilen. Na, wieso nicht? Wir sind doch schließlich Freunde. Oh, was ist das denn? Das sind Marshmallows. Oh, du meine Güte. Oh, nee, ich habe Stinkekäse bekommen. Da habe ich aber Pech gehabt. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich steck mir die Marshmallows einfach in die Nase. Jetzt spüre ich deinen Gestank nicht mehr. Komm schon, iss deinen Käse, sonst ersticken wir hier alle. Ach, wieso muss ich das essen? Dazu habe ich überhaupt keine Lust. Ich hoffe, dass wenn ich den Käse erstmal in die Schokolade getunkt habe, er nicht mehr so grausam ist. Wobei, da hat sich echt nichts verändert, oder? Ich probiere mal ein Stückchen. Oh, das ist richtig eklig. Wer hat sich überhaupt diesen Käse ausgedacht? Wieso ist er so schimmelig, so gammelig und so eklig? Ups, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Was für ein Gestank. Jetzt brauche ich aber richtig dringend was Leckeres. Ah, Schokolade. Genau das, was ich brauche. So ist gut. Jetzt bin ich total schmutzig. Ich brauche einen Lappen oder so. Hey, Kate, das ist mein T-Shirt. Dafür hättest du auch dein T-Shirt benutzen können. Kate, das geht doch nicht so. Ach, wirklich? Hast du was dagegen? Warte mal, du hast auch noch Marshmallows. Ah ja, genau. Danke, dass du mich dran erinnerst. Diesen Spieß tunke ich in die Schokolade. Wie lecker. Ich liebe es. Und nochmal reintunken. Einfach unglaublich gut. Mann, davon möchte ich auch was probieren. Tut mir leid, Kate, aber das schmeckt viel zu gut. Das gehört mir alleine. Echt der Hammer. Hier ist ja noch ein Marshmallow-Stück. Warte mal. Dich kriege ich noch. En garde, Mary. Na, warte. Mich wirst du nicht besiegen. Da bin ich aber anderer Meinung. Ha, jetzt gehört dieser Marshmallow mir. Oh, das schmeckt echt gut. Ha, wie auch immer. Ich habe ja diese Marshmallows ganz vergessen. Die kann ich einfach aus der Nase rausnehmen und noch essen. Riechen gut. Mary, die hattest du doch in der Nase. Ja und? Die sind trotzdem lecker geblieben. Also, ich wünsche mir eine Torte mit meinen Lieblingsbonbons mit Skittles. Ach, ganz einfach. Ich nehme mir nur ein paar dieser Bonbons und verziere damit die Torte. Und schon sieht die viel süßer aus und bunter. Und damit die nicht runterfallen, mache ich noch was anderes. Zuerst mache ich einen Teig. Milch, Mehl, ein Ei. Schön durchkneten. Wir sind fast fertig. Jetzt
muss ich diesen Teig ausrollen mit einem Nudelholz und dann in dünne Streifen schneiden. Und die entstandenen Streifen kommen oben drauf. Und jetzt kommt diese Torte in den Ofen. Na, das habe ich gut gemacht. Ach, ich habe mir eine kleine Pause verdient. Ach, wer schläft denn beim Kochen? Das ist doch unverantwortlich. Schaut euch meine Torte an. Aber das ist noch nicht alles. Ich will, dass meine Torte noch bunter aussieht. Dafür benutze ich einen Föhn. Der bringt die Farbe auf den Skittles zum Schmelzen. Wow, das ist ja cool. Mega. Bellissimo, muss ich da sagen. Und noch ein paar Bonbons obendrauf. Ah, tatsächlich. Ich glaube, die Torte ist fertig. Jetzt kann ich sie rausnehmen. Ich bin mir sicher, dass das meiner Enkelin gefallen wird. Na, was sagst du denn zu meiner Skulptur? Das ist doch das ultimative Kunstwerk. Tatsächlich. Moment mal, wieso sitze ich herum? Ich muss meine Torte auch verzieren. Dafür benutze ich diese Pistole. Die Skittles sind drin und es kann losgehen. Oh Mann, wie soll ich mit dem Ding umgehen? Oh, das ist voll schwer. Okay, ich hab's geschafft. Patty, such dir was aus. Guten Appetit. Boah, diese Torten sind ja richtig hübsch geworden. Alle außer der hier. Na, vielleicht schmeckt sie ja gut. Na, so lala, würde ich sagen. Was erwartet mich denn hier? Wow! Yeah, das schmeckt richtig gut. Oma, ich mag die Torte. Oh, jetzt muss ich nur noch die Torte vom Chefkoch probieren. Die sieht einfach unglaublich gut aus. Mann, und die schmeckt auch noch so gut. Ich liebe es. Na, ich werde noch alle Skittles hier aufessen. Du hast gewonnen. Yeah, hab ich's noch gewusst. Diesmal wünsche ich mir eine Wassermelonentorte. Okay, das ist eine interessante Herausforderung meiner Kochkünste. Aber ich werde schon einen Weg finden. Zuerst muss ich hier und da mal was abschneiden. Danach muss ich das Fruchtfleisch entfernen. Dafür benutze ich so eine extra Form. Ha, fertig sind wir. Jetzt werde ich diese Wassermelone in Scheiben schneiden. Ich werde mir nicht diese ganze Mühe machen. Ich nehme einfach ein Nudelholz. Jetzt habe ich zwei Wassermelonenhälften. Jetzt nehme ich mir einen Schneebesen und zermansche das Fruchtfleisch. Da kommt jetzt ein bisschen Gelatine rein. Vorsichtig. So viel, wie ich brauche. Oh, das ist ja voll die coole Idee. Und ich nehme mir eine Diamantenpickel. Boah, das macht ja richtig viel Spaß. Oh, sei doch bitte ein bisschen vorsichtiger. Ach, tut mir leid. Es hat nur so viel Spaß gemacht. Ich bin fast fertig. Schau doch nur, wie appetitlich das aussieht, nicht wahr? Aber das ist noch nicht alles. Ich muss diese Wassermelone noch schick servieren. Und zwar mit ein paar Marshmallows, die ich aufpicke. Oh, die sehen toll aus. Jetzt nehme ich mir noch ein paar Bonbons und ein paar Gummibärchen. Was sagst du dazu, Oma? Oh, das ist so eine Torte. Ich zeig dir gleich, wie eine Torte aussieht. Eine Torte besteht aus Schichten und zwischen den Schichten tragen wir Creme auf. So in etwa.
Jetzt muss ich die Creme schön verteilen und die Sache noch mit etwas Farbe aufpeppen. Die untere Hälfte der Torte wird grün sein und die obere rot. Ist doch genial. Oh, sieht nicht schlecht aus. Mein Wassermelonengelee ist fast fertig. So etwas Geniales ist natürlich niemandem von euch eingefallen. Natürlich nicht, das ist doch viel zu einfach. Also die letzten Details. Und voilà, meine Wassermelonentorte ist fertig. Betty, wir sind soweit. Hurra, da freue ich mich schon. Was hast denn du da gemacht? Hast du etwa einfach nur Bonbons mit Zahnstochern da reingesteckt? Das ist doch voll gefährlich. Das kann ich so nicht essen. Was haben wir denn da? Oh, wow. Das sieht ja wirklich aus wie eine Torte. Wortwörtlich. Und schmeckt einfach fabelhaft. Ich liebe es. Und was hat die Oma gemacht? Das muss wohl sicher ein Gelee sein. Ah, das wabbelt voll lustig. Mann, das ist tatsächlich ein Wassermelonengelee. Das schmeckt einfach mega lecker. Oma, du hast gewonnen. Oh, das ist ja schön. Und diesmal wünsche ich mir eine Torte, die genauso aussieht wie ich. Was? Das wird ganz schön schwer. Ha, das wird einfach. Das bin ich. Habt ihr das verstanden? Ah, ja, tatsächlich. Also, ich brauche dafür etwas Obst. Damit werde ich nämlich dein Porträt auslegen. Erstmal die Kiwi. Jetzt brauche ich eine Erdbeere. Die schneide ich in Stücke. Ach, schaut euch diese saftige Orange an. Jetzt mache ich nur noch die Haare aus Pfefferminze. Oh, voll die coole Idee. Gefällt mir. Und vor allem schmeckt das Obst richtig lecker. Okay, genug geredet. Jetzt mache ich mich an die Arbeit. Erstmal mache ich das Gesicht und die Augen. Das kann ich aufessen. Schmeckt gut. Wie auch immer, es geht weiter. Da kommen jetzt ein paar Augen rein. Und aus diesen Bonbons mache ich den Mund. Sieht doch schön aus. Hier kommen noch ein paar Gummiwürmchen hinzu. Daraus mache ich die Haare. Das sieht ja richtig gruselig aus. Ich brauche hier was anderes. Erstmal muss ich die Form der Torte verändern. Dafür benutze ich diesen Deckel hier. Voilà. Jetzt brauche ich eine Barbie, die so etwa aussieht wie Betty. Und die stecke ich hier rein. Seht ihr, schon sieht die Torte aus wie ein Kleid. Das muss ich jetzt nur noch ein bisschen dekorieren. Dafür benutze ich genug Creme. Aber die Puppe ist doch aus Plastik. Halt den Mund, ich weiß, was ich tue. Okay, jetzt brauche ich diese spezielle Plastikform hier. Die stecke ich auf die Torte. Und da rein kommt jetzt dieser wunderbare rosa Sirup. Macht euch bereit. Gleich werdet ihr ein Wunder erleben. Ah, die Streusel hätte ich ja fast vergessen. So in etwa. Los geht's. Ich bin mir sicher, so ein Kleid hätte sie selber gerne. Guten Appetit, meine Kleine. Oh, wow. Das sieht ja toll aus. Bin das ich? Oh, wie süß. Ach, Oma, du kannst manchmal so lieb sein. Das schmeckt richtig toll. Mal sehen, was... was ist das denn immer? Soll dieses gruselige Gesicht etwa ich sein? Also wirklich. Ich hoffe, dass es wenigstens schmeckt. Nicht schlecht, aber hätte auch besser sein können. Und was ist das? Oh, unglaublich!
diese Puppe sieht ja wirklich so aus wie ich. Also visuell muss ich sagen, gewinnt diese Torte bereits. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie schmeckt. Wow, das ist die leckerste Torte, die ich je gegessen habe. Eindeutig, der Chefkoch hat gewonnen. Ja, schon wieder. Das hätte nicht anders sein können. Und ich möchte mit einer Cola beginnen. Ich hoffe, ihr werdet mich nicht enttäuschen. Was? Eine Cola? Ah, das ist doch kinderleicht. Ich nehme mir einfach eine Cola aus dem Supermarkt. Oh, ich will die unbedingt öffnen und probieren. Ah, ich hoffe, die wird nichts dagegen haben. Oh, ist das lecker. Ich liebe Cola. Mist, hier ist nichts mehr da. Ah, dann werde ich doch noch was selber machen müssen. Ich habe eine Idee. Ich lege einfach ein paar Tafeln Schokolade in einen Topf und lasse sie schmelzen. Na also? Ah, das tut ja weh, voll heiß. Ach, meine Kleine, du brauchst doch spezielle Handschuhe dafür. Hier, so wirst du dich nicht mehr verbrennen. Dankeschön. So, jetzt kippe ich die flüssige Schokolade in die Flasche. Emma wird sicher denken, dass das Cola ist. Das war noch nicht alles. Hier kommen noch ein paar M&Ms rein. Aber wie soll ich das Ding öffnen? Ach, du Kleines, du musst doch die Handschuhe ausziehen. Ah ja, du hast recht. Vielen Dank, Oma. So, die Bonbons öffnen und reinschütten. Oh, das sieht ja wirklich köstlich aus, aber überhaupt nicht gesund. Cola ist überhaupt nicht gesund. Blaubeeren und Honig, das ist viel besser. Ich werde die vermischen und was absolut Erstaunliches erhalten. Oh, ich liebe Honig. Der ist richtig schön gesund. Und jetzt Hauptsache gut umrühren. So in etwa. Aber wir sind noch nicht fertig. Jetzt stelle ich die Flasche in den Kühlschrank und warte etwas ab. Ich kann so lange was stricken. Ah, das ist doch alles völliger Unsinn. Ich muss ein köstliches Getränk mit ganz anderen Zutaten zubereiten. Ich fange mit rosa Nutella an. Ich weiß, die lieben doch alle. Und daraus mache ich eine essbare Flasche. Und da können wir jetzt alles Mögliche reingeben. Hm, wie wär's denn mit etwas Torte und Schlagsahne und Erdbeere und noch mehr Schlagsahne? Jetzt muss ich diese Flasche nur noch zusammenbauen. Tada, guten Appetit. Ah, das ist auch viel zu schwer. Meine Schokocola ist auch fertig. Hä? Wo ist denn die Oma? Oh, ich habe einen ganzen Pullover gestrickt, während ich gewartet habe. Oh, meine Cola ist auch schon bereit. Zeit, dass ich sie meiner Enkelin gebe. Oh, ich bin ja ganz alt. Ich habe das Etikett vergessen. So, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Nun, es ist Zeit, meine Cola zu probieren. Ich fange mit der hier an. Die sieht aus wie das Original. Oh, da scheint was drin zu sein. Ich hoffe, es ist was Leckeres. Genau so ist es. Das ist ja eine Schoko-Cola. Mit meinen Lieblings-M&Ms drin. Oh, die schmecken einfach wunderbar. Gefällt mir. Und jetzt probiere ich die anderen Colas. Die hier in der Mitte ist die nächste. Oh, wow, da ist ja was Zähflüssiges drin. Ich hoffe, das schmeckt auch. Ach du meine Güte, das ist ja so eine Art Sirup. Mmh, Honig mit Blaubeeren. Meine Oma weiß, was ich mag. Okay, hier bleibt noch der letzte Kandidat. Mmh, was für eine schöne rosa Flasche. Wow, da scheint ja ein Kuchen drin zu sein.
Das werden wir gleich herausfinden. Ich muss einfach die Flasche aufschneiden. Tatsächlich ist es eine Torte. Ist das köstlich? Chefkoch Rose, du gewinnst. Das war doch klar. Schließlich ist das mein Job. Diesmal sollt ihr mir meinen Burger machen. Ein Burger? Ach, das schaffe ich gut. Was? Ein Burger? Das ist doch total schlecht. Ach, Susie hat noch nicht einmal zugehört. Nun, dafür werden wir weniger Konkurrenz haben. Ich fange natürlich mit der Bulette an. Die mache ich mit meinen eigenen Händen. Mit all meiner Liebe für meine Enkelin. Na, wer macht denn sonst, wenn nicht die Oma, ein herzförmiges Ding? Okay, jetzt braten wir das. Ich bin gleich wieder da. Eine Bulette? Ich mache sogar die Brötchen selber. Außerdem wird jedes Brötchen eine andere Farbe haben. So ein Burger hat das Mädchen sicher noch nie probiert. Jetzt muss ich ein bisschen abwarten. Und solange nehme ich mir einen Gasbrenner. Ah, ich bin wieder da. Oh, das riecht ja gut. Emma wird sicher nicht widerstehen können. Wow, riecht ja toll. Moment mal. Müssen wir etwas schon kochen? Oh, ich werde das doch nicht schaffen. Ich muss einfach einen McDonald's-Burger bestellen. Emma liebt den. Ah, gut, dass die Lebensmittel so schnell vor Ort sind. Jetzt muss ich nur noch aus diesen Zutaten was zusammenbauen. Oh Mann, wenn irgendwann irgendjemand diesen Burger verkaufen wird, oh, die werden es lieben. Wie kann man nur so ein Fastfood-Mist lieben? Meine Chefburger sind nämlich schon fast fertig. Und das sind definitiv die besten, die Emma je gesehen hat. Oh, schaut euch das an. Ist das nicht schön? Warum muss denn ein Burger hübsch sein? Das Wichtigste ist, dass er gut schmeckt. Hier muss man natürlich Seele mit reingeben. Hier fehlt noch ein bisschen Soße. Ich glaube, meiner Enkelin wird das gefallen. Womit soll ich anfangen? Eine Minimistis krabbelt in der Kiste. Oh, wow. Was für ein schöner, bunter Burger. Ich hoffe, der schmeckt auch noch. Richtig gut. Aber ich habe auch schon mal bessere Burger probiert. Gehen wir zur mittleren Option rüber? Was soll denn dieser Haufen? Soll ich meine Burger etwa selber zusammenbauen? Nein, Oma, das hättest du machen sollen. Oh, hier ist eine Option, die ich wirklich mag. Ich hoffe, die ist nicht nur riesig, sondern auch noch lecker. Oh, wow. Das ist der beste Burger, den ich je probiert habe. Er besteht aus all dem, was ich liebe. Susie, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Yeah, hab ich's doch gesagt, dass dieser McDonald's-Burger der beste sein wird. Seid ihr bereit für die nächste Runde? Diesmal sollt ihr mir Pfannkuchen machen. Ach, das ist doch ein Kinderspiel. Ich mach Pfannkuchen für Emma, seit sie ein kleines Mädchen war. Ich weiß, was sie mag. Natürlich beginne ich mit dem Mehl. Ich habe übrigens das beste Mehl auf der Welt. Hier kommen noch Eier mit rein und etwas Milch. Ach, das alles ergibt einen tollen Teig. Ach, rühren mit der Hand ist doch voll oldschool. Ich benutze lieber diese Maschine hier. Ich muss einfach alle Zutaten da reingeben. Ich mag keine Milch. Ich gebe da Cola rein. Ich bin mir sicher, die wird Emma gefallen. Und wieso nicht gleich Skittles mit reingeben? Und vergesst diese Doritos nicht. Und ein paar Marshmallows können auch nicht schaden. Jetzt müssen wir alles nur gut vermischen. Ah, die Maschine sollte das verkraften. Ich bin mir sicher, das wird absolut ekelhaft sein.
Ich mache hier die beste Pfannkuchenmischung überhaupt. Die ist jetzt schon lecker. Jetzt muss ich sie nur noch in eine spezielle Spritze auffüllen. Und mit dessen Hilfe packe ich sie auf die Pfanne. Ach, Oma, du bist eingeschlafen. Hallo, wach auf. Ah, tatsächlich, ich bin ja mitten in der Arbeit. Es wird Zeit, dass ich meine kleinen Pfannkuchen backe. Emma mag Beeren, also werden meine Pfannkuchen wie kleine Bärchen aussehen. Oh wow, sowas ist mir nicht eingefallen. Ah, ich muss mir doch nicht die Mühe machen. Ich packe einfach alles auf die Pfanne. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen abwarten. Sieh sie noch nicht einmal, Hunde essen so einen Mist. Also meine Pfannkuchen sind viel, viel besser. Vor allem, wenn ich da noch ein paar Früchte drauf gebe. Wie wär's da mit Bananen und Erdbeeren? Wunderbar. Ich weiß, hier fehlt noch ein bisschen Schokosoße. Die beste Dekoration überhaupt. Das macht die Sache viel leckerer. Was sagst du dazu, Oma? Sieht natürlich interessant aus, aber ich bin mir sicher, dass meine Enkelin die Bärchen auswählen wird. Hier fehlt noch etwas Schlagsahne. Und natürlich noch ein paar Blaubeeren. Sind die nicht süß? Ach ja, ich nehme ja auch noch etwas Schokosoße. Und schon sind das kleine Gesichter. Oh, tatsächlich. Mann, ich muss meinen Pfannkuchen umdrehen. Der steckt fest. Emma, kannst du das Ding auch so probieren? Oh, was soll das denn? Guten Appetit. Oh, das gefällt mir alles. Also alles außer dieses Ding hier. Was soll das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Igitt. Weißt du was? Das werde ich nicht probieren. Das stinkt ja auch noch. Igitt. Das Ding wird mich umbringen. Nein, das geht doch ganz und gar nicht. Ich probiere diese Mini-Pfannkuchen am Spieß. Wow. Voll lecker. Ich mag die gut. Aber jetzt mache ich mich an diese niedlichen Teddys hier. Schaut doch nur, wie süß die aussehen. Oh, das ist einfach mega lecker. Oma, du machst wirklich die besten Pfannkuchen. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Na, ich hab doch gesagt, dass meine Enkelin meine Pfannkuchen auswählen wird.